Willkommen bei Stardew Valley. Die Poki-Angel bringt dir nichts, wenn danach der Server zusammenbricht. Ja. Nee. Lass mich raten. Sashimi ist immer noch drin. Die gebe ich bestimmt ja schon zum dritten Mal ab. Ich schon wieder mein Inventar auf. Oh nee. Ah, so. Du willst schon mal gucken. Ja, schon wieder. Oh, cool. Hopfen. Das ist die meistmotivierende Folge. Ja, das ist wie bei Minecraft eine Folge, die sich ständig wiederholt, weil ständig irgendwas schief geht. Diesmal habe ich aus Versehen den falschen Knopf gedrückt in der letzten Folge. Und dann müssen wir quasi eine Wahlwiederholung machen. Ist ja nicht so, als hättest du auch deine Welt zerstört. Hey! Das ist die Gelegenheit, die Fässer sofort zu füllen. Hab ich doch gerade. Nicht wie in der letzten Folge, wo du mich dran erinnern musstest. Aber nur die Weinfässer, ja? Und jetzt gehen aber mal alle. Was habe ich denn voll falsch gemacht, was ich jetzt richtig mache? So, und ich hole Blaubeeren und fülle die anderen auf, okay? Na? Das geht, man kann die doch alle füllen, was kann das so was? Einer von den Bierdingern da. Warte, ich will die doch abbauen. Echt? Okay. Ja, ich will doch den Schuppen hinmachen. Habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Ja, stimmt, da war doch was. Wenn wir das Gebäude hier hinstellen, dann können wir die alle reinpacken. Trüffelöl. Ah, was? Siehst du, irgendwie die Wiederholung hätte auch eventuell. Ich mach die jetzt einfach weg. Wir haben nicht ganz genug Geld. Ich würde jetzt mal nehmen, was wir haben und das verkaufen und dann haben wir dann noch Geld. Vielleicht kann ich die Hülle wieder leer räumen, weil da war ja alles voll. Brauch dich mal. Kann ich das nicht sehen? Nein. Auf der Back bin ich. Alle bis auf einen, die Marken verkaufst. Kann ich machen. Wenn du das jetzt machst, dann habe ich genug Geld, bei Robin eine Erweiterung zu kaufen. Ich gehe so lange zu dir. Oh, wir haben was vergessen. Was? Das ist es nicht. Ah. Geh mal ganz schnell in die Küche, bitte. Ich mache so lange weiter. Ja? Ja, aber bei mir läuft die Aufnahme drüber. Wir haben ihm das versprochen. Und dann vergessen wir das einfach. Dann musst du mal zu mir rüberkommen. Ja, sonst schaffe ich das nicht mehr. Dann nimm. Ich möchte, dass wenigstens dieser Tag, ja? Wirklich ein gutes Ende hat. Das ist voll. Ich will zwar auch angeln und so, aber ich verkaufe das jetzt. Ich hoffe, das Geld reicht. Dann kannst du gleich den Diamanten mitnehmen. Nee. Hab ich vergessen. Hey. Gleich weiter zu hoppeln. Weiß nicht, wie teuer das war. Ich glaube 16.000 oder so. Das noch und das. Das immer noch nicht. Reicht das? Reicht. Was Robin sagt, ich wollte doch ein paar Sachen vergrößern lassen. Mhm. So, Hochsachen. So Sachen, da müsste ich den HW fragen. Gar nicht drauf geguckt, wer Geburtstag hat. Nö, ich auch nicht. Ich sehe gerade, morgen hat der Zwerg in der Höhle Geburtstag. Das haben wir auch vergessen, der hat auch schon. So. Ich sag euch schon wieder guten Morgen. Eier klauen. Ja, wir können einen großen Stall kaufen. Sehr gut. Das heißt, die Tiere haben bald mehr Platz. Und dann haben wir auch schneller die Ziegen und die Ziegenmilch. Oh, ich bin gerade ein bisschen stolz. Und jetzt flugs zurück und angeln. Das war ja mein Hauptplan.
Ich werde jetzt direkt zum Meer gehen und dann da anmalen. Ja, mach das mal. Ja, das hätte sich gelohnt. Ich muss mal gucken, was ich noch rausziehen muss. Riffarsch und Fundarsch, glaube ich. Ich guck mal, ob das stimmt. Alle bis auf einen Diamanten, ja? Ja, einen brauchen wir noch übrig. Wir brauchen nur noch den Buntbarsch. Die Wolle habe ich. Bitte? Die Wolle habe ich. Ja. Eigentlich brauchst du die Wolle noch nicht hinbringen, weil uns ja immer noch das andere Teil fehlt. Die kriegen mich. Aber den Barsch fertig zu kriegen, das wäre super. Das ist wieder eins, was wir fertig hätten. Dann kann ich danach noch den Fluss an. Sonst auch noch. Ich weiß nicht, ob du den Typ brauchst, den rauszuholen. Wäre natürlich effektiver, wenn der eine im Meer und der andere. Du, ich angel dir die Morgenpost von gestern, aber kein Flussbarsch. Ich guck mal, was noch fehlt aus dem Fluss. Katzenfisch und ein Blaubarsch. Und den Blaubarsch kann man schon holen. Den gibt's im Sommer, aber auch im Herbst. So. Ja, du kommst auch gleich dran. Doch kurz. Ja, dann musst du bei mir mal rein, weil über meinen läuft die Aufnahme. Wenn du dich beeilst, dann bist du doch in 2 Minuten wieder da. So. Ich fange so lange unsere wichtigen Fische. Außerdem, das sollte ich mal nicht so haben, der kann. Der kann aber die nächste, der kann aber 20 Minuten von seinen eigenen Fettreserven leben. Und davon haben wir mehr als genug. Oh, das ist so gemein. Das sage ich zu dem nächsten auch, wenn du Hunger hast oder Armut willst oder so. Kann ich noch fett mit werden? Ich hab gehört, du hast genug Speck dabei. 10 Kilo. Oh, was ist denn hier? Hat du doch für einen Farm. Du musst immer auf den Fuß treten und wenn der Fuß tilt, ablecken oder rinbeißen. Ja, ich. So. Aber hier. Gut. Soll ich das jetzt machen, aber dann schaffe ich das mit dem Fisch. Was denn? Was denn schon wieder? Hast du ein Gedächtnis? Ja, du. Und wenn wir uns jetzt haben, immer. Mein Lieber, das soll sich mal ein paar Minuten über unsere eigenen Reserven ernähren. Da hat doch genug. Gut, ja. Ich bin prinzipiell schon nach der Tiere zu füttern. Er hat mich gesehen und läuft direkt wieder weg. Nimm ich die Übung zu mir. Echt? Du bist mir entgegengekommen? Ich hab dich gerade gesehen. Du bist gerade auf der Brücke rumgelaufen. Ach so, das kann sein. Das kann nicht sein, ich hab dich gesehen. Ja, ich hab dir gesagt, das kann sein. Ach ja. Oh, was? Ah, der Fisch. Komm schon, bitte. Bestimmt wieder ein Seltener. Ich brauche noch einen kleinen Barsch. Hab dich nicht so. Ich werde dich auch nicht essen, versprochen. Oh, das ist ein Poker. Ja. Was aussieht wie ein Autoring. Ein Autoring? Ja, Autoreifen. Ist aber eine seltene Scheibe. Ja. Ich mache einen kleinen Waldspaziergang. Bekomme ich eigentlich auch was zu meinem Geburtstag? Meinst du jetzt ein Echo hier bei Stardew Valley?
Aber eigentlich bin ich hauptsächlich an Stadio interessiert, mich gerade. Da muss ich mir erstmal. Kannst du dir was Kleines ändern? Ja, ich kann nur nicht dieser. Nennt man das ja Programmiersprache? Ich habe ja nur das Geld verändert. Du kannst ja auch was anderes machen. Kuchen backen oder so. Obwohl du ab und zu mal Rezepte gucken musst im Fernsehen, weil sonst kannst du keine. Muss man nämlich lernen. Ich muss arbeiten, ich kann nicht immer Fernsehen. Aha. Ich nenne das hier Computerspielen, da kann man ja morgens mal Fernsehen gucken. Weißt du, dass man sich jetzt so einen richtig großen Flachbildschirm holen kann? Echt? Ja. Der passt kaum in das kleine Haus rein, aber da kann man es völlig übertrieben. Ich dachte, da kriegt man vielleicht noch andere Sender oder irgendwas, aber es ist tatsächlich wirklich nur die Größe. Du Schnucki. Ja. Wenn ich dich nochmal bitte, dass du dem Kater. Dann kann man kurz noch die 2 Minuten warten. Wirklich. Ich geh mal mit dem Kater nicht auf den Nerven. Oh, der steht aber neben mir teilweise und miaut. Nee, der ist in der Küche und miaut. Und die Küche ist nicht neben dir. Ach, okay. Na gut. Ich find's immer schön, wie wir uns einigen. Ich bin dann mal eben so 15 Minuten weg. Ciao. Bist du ins Bett gegangen? Ach Mensch. So, die Katze wird erstmal gefüttert, bevor sie hier noch halb durchdreht. Bionalo habe ich mal kurz ins Bett gebracht, damit der Tag nicht verloren geht. Und bin mal gespannt, wie viel Geld jetzt hier rauskommt. Also, ich habe das letzte Mal bei Willi unten am Strand fischen sehen. Ich habe die Fässer mit aufgefüllt. Und hoffen mal, dass der Tag erfolgreicher wird finanziell als der letzte. So, die können auch noch mit rein hier. Ich werde schon wieder angegriffen. 0 Uhr, das heißt ab ins Bett. Dann wünsche ich noch eine wunderschöne Nacht. Ach gut, Bionalo. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.